Brauche ich eine professionelle Kamera, um auf TikTok erfolgreich zu sein? Hier ist meine Meinung dazu als jemand, der mit seiner TikTok-Agentur Minimum 300 Videos pro Monat produziert für die verschiedensten Kunden in den verschiedensten Branchen. Die meisten denken, ich brauche, um mit TikTok erfolgreich zu sein, erstmal eine richtig krasse Sony Alpha Kamera, eine Canon Kamera, weil sonst nimmt mich ja niemand ernst. Dann probieren sie das und haben die beste Videoqualität, laden das irgendwie hoch und dann bekommen die Videos trotzdem nur 200, 300, 400 Views. Wie kann das sein? Das möchte ich dir einmal erklären an diesem Schaubild. Ich nenne das die dreifach verschachtelte TikTok 80-20-Regel. Da habe ich mal einen LinkedIn-Post dazu gemacht. Falls ihr mir da noch nicht folgt, da gerne mal reinschauen. Und da schauen wir uns einmal an. Was bringt wirklich Views? Was bringt wirklich den Erfolg auf TikTok? Und in diesem Schaubild siehst du, 80% des Erfolges bei TikTok sind der Inhalt. Und eben nicht, was für eine Kamera du benutzt oder wie du deine Videos schneidest, ob du die schönsten Untertitel oder was auch immer hast. Das heißt, 80% sind, was du sagst oder worum es in dem Video geht. Das ist der größte Hebel. Und danach, wenn du weißt, der Inhalt interessiert eine ganze Menge von Menschen, dann kannst du mit der richtigen Verpackung nochmal das i-Tüpfelchen obendrauf legen. Und innerhalb des Inhalts können wir auch nochmal die 80-20-Regel anwenden. Dann geht es auch nochmal darum, 80% des Inhalts sind die richtige Hook. Was sage ich in den ersten 1, 2, 3 Sekunden, damit der User bis zum Ende dran bleibt? Und danach kommt erst, hey, was sage ich eigentlich danach? Deswegen solltest du überproportional viel Zeit in die ersten paar Sekunden stecken. Ein guter Anfang kann einen schlechten Rest retten vom Video, aber ist der Rest richtig gut, aber die ersten 200 Sekunden richtig mies, guckt niemand dein Video länger als 2 Sekunden, also guckt er auch nicht den guten Rest. Deswegen viel Zeit für die Hook verwenden und dann können wir auch nochmal die 80-20-Regel innerhalb der Hook anwenden. Und dann geht es einfach nur darum, ist das Thema klar rübergebracht und interessiert es sehr, 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 sehr viele Leute. Und danach erst, wie genau du es formulierst. Also, der größte Hebel, der Inhalt, innerhalb des Inhalts der Hebel, die Hook und innerhalb der Hook nochmal das Thema. Die Antwort auf die Frage also, brauche ich eine professionelle Kamera? Jein. Fokussiere dich zuerst auf den Inhalt und danach kannst du dir Gedanken machen, hey, soll ich vielleicht von der TikTok-App upgraden auf CapCut? Soll ich von CapCut vielleicht upgraden auf ein professionelles Schnittprogramm? Soll ich vielleicht vom Smartphone upgraden auf eine professionelle Kamera? Und besonders dann, wenn du es zu deiner Brand machst. Wenn du also eher nahbar rüberkommen möchtest, also wenn du sagst, hey, ich möchte wie ein Influencer rüberkommen, ich möchte als der coole Kumpel rüberkommen, als die Freundin, der du alles anvertrauen kannst, dann macht es vielleicht eher Sinn, alles mit dem Smartphone zu machen. Wenn du aber sagst, hey, ich bin im Premium-Dienstleistungssegment oder wenn du sagst, ich verkaufe hochpreisige Coachings oder ich möchte als Chef wahrgenommen werden von einer großen Marke, die für Luxus steht, dann macht es vielleicht Sinn, dass die Verpackung auch hochwertig aussieht. Und das ist dann meistens eine professionelle Kamera mit Tiefenunschärfe, mit der richtigen Lichtsetzung und so weiter und so fort. Weil wir bei der Agentur eine Premium-Dienstleistung sind und unsere Kunden meistens Geschäftsführer, haben wir dann natürlich den Anspruch, möglichst professionell auszusehen. Und deswegen produzieren wir auch mit professionellen Kameras und machen den Schnitt auch professionell. Wenn du sehen willst, wie wir das genau machen und was du dir vielleicht abgucken kannst für deine eigenen TikToks, dann schau mal beim Link in der Beschreibung vorbei. Dort gibt es sämtliche Infos, wie unser Prozess dahinter ist, unser Mindset dahinter und wie wir es schaffen, mit nur 8 Stunden Zeitaufwand pro Monat einen Output hinzubekommen von täglich einem Video. Link dazu in der Beschreibung. Falls du das Video als hilfreich empfunden hast, dann gib mir gerne einen Daumen hoch, abonniere den Kanal und bei weiteren Fragen einfach die Kommentare zuballern. Bis zum nächsten Mal.